Auf jeden Fall war René doch schon sehr, sehr verzweifelt und ich kann es auch verstehen. Wenn man keine Aussicht auf Besserung hat, die Mutter verstorben ist, dann ja. Und der Briefkontakt mit der Mutter vorher auch noch komplett untersagt wurde. Du konntest dich nicht mehr von deiner eigenen Mutter verabschieden. Das ist einfach schrecklich. Kann ich mir gut vorstellen, dass das schrecklich ist. Nee, hier müssen wir nicht lang. Da können wir nicht mal lang. Ah, okay. Irgendwie unnötig, dass ich hier hoch kann, aber okay, gut. Ja. Ah, hier kommen wir nach unten. Hier ist eine Fahrstelle. Das ist nicht die Anstalt. Volterra, was? Das kann nicht die Anstalt sein. Hier ist ein Fahrstuhl. Es gab doch nur einen einzigen Fahrstuhl im Haus. Hä? Oder wir sind jetzt im kompletten anderen Abteil von der kompletten Anstalt, den wir noch gar nicht gesehen haben. Machen wir überall die Fenster auf. Wer baut hier bitte eine Tür hin? Vor allem in einer Anstalt hier eine Tür hinbauen. Herzlichen Glückwunsch. Das kann nicht gut sein. Wir laufen durch Pfosten durch. Sache, wir sind ein Geist. Okay. Hier müssen wir lang. Und nach unten. Es sei denn, natürlich, die Anstalt wurde mehrere tausend Male saniert, aber wir haben eine Tür gehört. Ich nehme an, wir müssen nach draußen. Deshalb ging der Fahrstuhl nicht. Steht ein Fahrrad. Wir haben keine Taschenlampe mehr. Und generell auch unser J nicht mehr. Das ist der Haupteingang. Also die komplette Anstalt wurde grundverändert dort. Okay. Ich verlaufe mich ja jetzt gerade nur noch. Hier können wir auch nicht lang. Wir müssen nach draußen. Da noch nicht. Nee, das ist nur so ein Laden. Stand gerade Laden. Okay. Wir waren gerade da oben. Das war die Tür. Da haben wir die Fenster aufgemacht. Schön, dass dann auch die Fenster offen bleiben. Nee, die Rollstühle, daran kann ich mich erinnern. Ist einfach zugemauert. Diese Geräuschkulisse immer, ne? Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier so geradeaus müssen oder irgendwo anders hin müssen. Keine Ahnung. Okay, das hier ist einfach nur ein Tor. Da standen bestimmt auch voll viele dran und haben sich gedacht, ich will hier raus. Da drüben ist zugemauert, da ist eine Tür. Ich glaube, ich gehe erstmal zu der Tür. Vielleicht können wir die Tür öffnen. Die Tür 5. Mai 1943. Renés gesundheitlicher Zustand ist gut. Sie isst und spricht. Räumliche und zeitliche Orientierung in Ordnung. Kur abgesetzt. 3. Dezember. Sie bittet berechtigterweise darum, die Heilanstalt verlassen zu dürfen. Beurteilung der Patientin, Dauer 6 Monate. 2. Mai 1944. Entlassung verweigert, trotz Befürwortung des Psychiaters. Die Patientin verfügt weder über Wohnung noch Unterhalt.
Hier sieht schon wieder so neu aus, bis auf die Tür. Es war doch tatsächlich so, wie ich es gesagt habe, ne? Die Tür hat sich geöffnet, wir sind zur Tür gegangen. Oh, hier ist eine Tür. Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein, ich will da nicht hin. Nein. Ich muss. Vierter Mal. Dass eine Entlastung unmöglich ist, wird er erklären. René erfährt so, dass ihre Mutter vor 2 Jahren gestorben ist. Ist doch klar, dass dann. Oh Gott. Sie hat darüber, dass die Entlassung verweigert wurde, erfahren, dass ihre Mutter vor 2 Jahren gestorben ist. Es ist doch klar, dass dann jedes Kind rückfällig wird in der Psychiatrie. Jedes. Fünfter Mai. In der Nacht hat sie versucht, sich mit einem Laken zu erhängen. Sie wurde von einer Krankenschwester gefunden und konnte gerettet werden. Jedoch erneuter Suizidversuch durch Ersticken. Es wurde eine Entscheidung getroffen. Transorbitale Lobotomie. Ja, sind am Ende des Spiels, Leute. Ich werde jetzt eine kleine Warnung raushauen für Leute. Ihr wisst ja, ich habe am Anfang gesagt, dieses Spiel ist generell nichts für schwache Nerven. Ich habe auch am Anfang gesagt, ich habe 2-mal ein Let's Play davon gesehen. Und an das, was ich mich noch erinnern kann vom Ende. Kleine Warnung für Leute, die echt extrem schwachen Magen haben und alles und überhaupt nicht mit extrem herzzerreißenden Sachen, würde ich jetzt mal sagen, klarkommen, schaltet weg, schaut dieses Ende nicht oder spult vor. Schaut es nicht, wenn ihr damit nicht klarkommt. Nee, ich muss es jetzt schauen, ich let's play das gerade, aber ich komme tatsächlich auch mit sowas klar. Ich bin tatsächlich nicht so jemand, der einen extrem schwachen Magen hat. Also dementsprechend, ja. Herzlichen Glückwunsch, ich darf es jetzt schauen. Oh Gott. Und ich bin aufgeregt, trotz dass ich keinen schwachen Magen habe. Ich bin trotzdem aufgeregt, weil das einfach eines der schlimmsten Sachen ist, die ich jemals gesehen habe. Ich kann es nur aus dem Spiel lassen. Trotzdem sehr, sehr, sehr krass. Komm ich hier lang? Ich komme doch hier lang. Kann ich auch wieder nichts machen? Natürlich nicht. Und für Leute, die es interessiert, ich habe auch, nachdem ich diese Let's Plays gesehen habe, erstmal gegoogelt, was eine Lobotomie ist, wofür sie eingesetzt wird, alles drum und dran. Die gibt es nicht mehr. Jedenfalls in den meisten Ländern. Ich weiß nicht, ob es in ein paar Ländern die noch gibt, aber jedenfalls gibt es die nicht mehr. Wird nicht mehr durchgeführt, weil das einfach etwas Schreckliches ist. Errungenschaft freigeschaltet. Das Ende. Ich glaube, ihr könnt das jetzt selber lesen. Ich werde es nicht durch. Halt vorlesen, weil ich glaube, es ist halt einfach. Ja, es ist zu schnell, so schnell kann ich nicht lesen. Ihr könnt anhalten. Ich weiß, was eine Lobotomie ist.
halt auch schon so aus, von nach dem Motto, oh Gott, dieses Mädchen tut mir so leid. Warum muss ich das aus der Sicht von René sehen? Oh, das tut mein Auge weh. Gott, ey. 10. Juni 1944. Die Operation ist gut verlaufen. Die Patientin ist ruhig, orientiert und bereitwillig. Bewegungskoordination gering, aber auf dem Weg der Besserung. Verlegt in die Abteilung ruhige Geisteskranke. Behandlung durch Dr. C. 25. Oktober. Sie redet immer noch von Amara und ihrer Puppe Charlotte. Anzeichen für eine leichte Besserung der gestörten Bewegungskoordination. Das Gehen fällt ihr schwer. Sie kann aber schreiben. Laut Bericht der Krankenschwestern benötigt sie Hilfe beim Anziehen, Waschen und Essen. Im Sommer 1944 ist René in meine Abteilung zurückgekehrt. Geringe Bewusstseinsklarheit. Sie ist gleichgültig und spricht kaum. Einmal hat sie gesagt, wenn ich den Mut habe, in den Spiegel zu sehen, sehe ich ein junges Gesicht, das alt geworden ist und mich ängstlich anschaut. Sie ist völlig verändert, wenn ich an das Mädchen denke, das ich vor einigen Jahren bei mir in Behandlung hatte. Nur die Traurigkeit ihres Blickes und ihre Intelligenz sind unverändert geblieben. Sie ist noch so jung, erst 23, aber sie hat keine Lebenskraft mehr. Kann es sein, dass sich ihr Zustand bessert? Wohl eher nicht. Man hat ihr Leben einfach weggeworfen. Und niemand hat etwas getan, um ihr zu helfen. Um all dies zu verhindern. Danke an Gronkh, dass er das angesprochen hat. Gronkh hat den Dr. B, glaube ich, gesprochen. So here you live above my mind, I wish you meet you, I'll become the one you love.
Vielleicht war das vorhin Italienisch und nicht Französisch. Ich wollte eben noch sagen, vielleicht, also Gronkh hat den Dr. B, glaube ich, gesprochen. Und der Dr. B hat ja am Anfang René übernommen und hat sie ja irgendwann, weil sie verlegt wurde, an Dr. C weitergegeben. Und als Dr. B noch René halt, naja, als er sie noch untersucht hatte, alles drum und dran betreut hatte, dann ging es ihr ja noch recht gut. Und nach Jahren sieht er dieses Mädchen wieder und auf einmal, oh Gott, und auf einmal ist da einfach nur ein Mädchen, welches komplett willig ist, alles zu tun, aber halt einfach nicht mehr sie selbst ist, dank der Lobotomie. Oh Gott. Auf jeden Fall ist dieses Spiel extrem, extrem krass. Boah, nee. Jetzt kann ich erstmal keine Horrorspiele mehr spielen, die so eine tiefe Story haben. Mm-mm. Geht nicht mehr. Erstmal nicht. Das ist krass. Das ist richtig krass. Ich glaube, es kommt jetzt auch, glaube ich, nichts mehr. Dementsprechend würde ich einfach sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werde noch eine Art Special von diesem Let's Play hochladen, wo wir dieses Tagebuch einmal durchgehen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Let's Play. Macht was draus. Ciao.